Wir springen direkt ins Game rein, das geht schneller als gedacht und ja, Erstplatzierter gegen Zweitplatzierter, zwei Wins, aufgeteilt auf beide Teams. Nip konnte ihre Partie gewinnen, eindrucksvoll gegen Astralis, trotz Stand-in. Und SK Gaming hat sich ein bisschen in die Overtime gequält gegen Envy, aber gegen ein starkes Envy auf Cobblestone, so wie es ausgesehen hat. Und SK Gaming, auf denen liegt natürlich der Druck. Die müssen versuchen, hier natürlich ihrer Favoriten gerecht zu werden. Und das dürfen sie jetzt hier auf Cobblestone beweisen. Das ist nämlich der Map-Pick. Haben wir ganz kurz im Map-Veto gesehen. Und die Ninjas in Pyjamas können vielleicht den guten Schwung mitnehmen aus der ersten Partie. Ja. Jetzt gibt es auch unten Bilder, oder? Gab es die vorher auch schon? Oder habe ich die übersehen? Auf jeden Fall gibt es jetzt Bilder unten, ja, von den Teams. Also, das wird für jeden Stream, wird das Ganze, oder für jedes Match, wird das Bild erweitert. Ja. Und ja, so heißt es erstmal die 4 gegen 5 Situation. Und es geht Richtung B drauf. So, schöne Flash, da muss ich Taco zurückziehen. Hat noch Code Zero mit im Gepäck. Code Zero findet sogar den ersten Taco mit dem zweiten. Sie können hier den Spot sauber halten. Jetzt ist halt nur noch Forest. So, und der hat das 4 gegen 1 vor sich. Zweimal 99 Damage. Gruß an die Community, meine Lieben. Und wenn ihr Grüße da lassen wollt, könnt ihr das auch gerne per Twitter machen. Mit dem Hashtag 99IEM oder @jitco könnt ihr mir das Ganze einsenden. Wichtig ist nur, wenn ihr das Hashtag IEM Oakland benutzt, macht am besten @jitco rein, weil über IEM Oakland kommt ein bisschen mehr rein. Und da am besten einfach immer @jitco mit reinmachen, dann finde ich das nämlich auch in meiner Mitteilungsleiste. Ja, auf jeden Fall das 1:0 für SK Gaming und Forest fängt erstmal mit der Deagle an, die Mitte sauber zu machen. So, jetzt sucht er noch das zweite Duell, Fallen schießt er an, Fallen das dritte Mal angeschossen. Damit holt er sich beide Spieler in der Mitte raus, fällt zwar nochmal ein Stück runter. Gatorade macht da zwar auch noch viel Schaden, aber das ist ein guter Vorteil, den NIP jetzt ausnutzen kann. Und Rez weiß, dass da irgendwas Richtung Plateau steht. Und er zieht sich zurück. Taco mit dem Spray Rest nutzt die Tracers aus, um einmal mit der Deagle anzusetzen. Und er kann sogar Schaden verteilen. Schießt einmal den Brasilianer an. Und Forrest macht genauso weiter, wie er aufgehört hat. Nämlich mit viel, viel Druck und mit viel Schmackes Richtung A. Ah, da kommt Drake, ihn unterstützen. Und langsam wird SK Gaming ausgedünnt. Und hat hier A-Problem, jetzt wahrscheinlich auch den Retake runterzuspielen. Mit zwei Leuten. Zwei Flashbangs und einer Smoke. Ja, es wird schwer. Sie haben sogar einen nach hinten abgestellt. Das ist dann nochmal der Vorteil, dass man vielleicht die 3 gegen 2 Situation Richtung Side hat. Aber es sieht so aus, als würde man es nicht mehr versuchen. Viel zu ängstlich. Denkt man, da kommt vielleicht noch einer über die Rotation und versucht, in den Rücken reinzufallen. Liegen sie gar nicht so falsch. Das ist nämlich Rez. Er versucht aber lieber abzuwarten, ob ihm da noch irgendeiner erstmal reinläuft. Das heißt, er wird sehr, sehr langsam vorgegangen. Ja, und dann macht sogar Rez noch den Track. Also, in der letzten Sekunde darf er nochmal zuschlagen. Und da sehen wir nochmal Forest. Ah, Fallen. Und es geht auch direkt weiter. 1:1, also NIP. Mal gucken. Also IEM war bisher immer für sie eigentlich ein gutes Pflaster. Und Turniere können natürlich auch eine Magie auf sie haben. Sie sind der Titelverteidiger. Klar, sie haben jetzt nicht so den Druck, dass ich hier das Ding am Ende gewinne. Aber Titelverteidigung wäre schon schön. Und wenn sie so weitermachen, sind die Chancen vielleicht so ganz gut, dass man die Playoffs einzieht. Man hat jetzt dann sozusagen gegen die stärksten Teams in der Gruppe hat man jetzt erstmal alles hinter sich, wenn man hier gegen SK Gaming noch gespielt hat. Und man konnte sogar, wie gesagt, gegen Astralis einen Sieg mitnehmen. Das ist ein wichtiger Sieg. So. Schönes Backup von Xist mit der AK. Macht Rez nochmal den Flattermann und haut ab. So, ein Breaker, der geht vor, holt den Spieler mit der UMP raus. Er wurde auch direkt von der SK Gaming nachgeforst. So, und Fallen mit der Scout erfolgreich beim Xist. Der tritt gut auf. Direkt mal die zwei
Gegenantworten hier gefunden. Kurz die Round Bowls. Die letzten beiden verbleibenden. Ja, Bowls ist ja wieder im Lineup mit dabei. Hat wahrscheinlich auch Beweggründe wegen Slots, die man angemeldet hat. Das gleiche gilt auch für Bowls. Bei Bowls ist es, glaube ich, nochmal der besondere Fall zum Major, dass man ihn wohl nicht mitnehmen kann. Wahrscheinlich wegen der Slot-Regelung, da er schon beim Qualifier mitgespielt hat. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das der Fall ist. Kann ich mir aber gut vorstellen. Ansonsten hätten sie wahrscheinlich auch schon mit Bowls gespielt beim Major. Aber das ging wohl nicht, so wie es aussieht. So, dann kann Kunzira nochmal versuchen, irgendwas zu sichern. Weiß nicht, was er da aufheben wollte. Eher die Mac 7. Naja, die gibt's halt nicht. Also wie gesagt, Bowls ist auch noch nicht fest im Lineup integriert. Das heißt, da wird man immer noch mit Phelps auch spielen. Also da ist noch nichts bestätigt. Aber wie gesagt, der Transfer... Ich würde meine Haut drauf verwetten, dass Bowls zu SK Gaming festgeht. Nachdem das Immortals Lineup eigentlich nur noch aus nichts mehr besteht. Also Immortals CSGO gibt es eigentlich nicht mehr. Die sind alle weg. Alle haben irgendein Team gefunden. Alle wurden verkauft wahrscheinlich. So, ein bisschen Kohle eingesteckt. Und jetzt sucht man sich halt ein neues Lineup. Hier hat man auch keine Probleme, Richtung B drauf zu kommen. SK Gaming hat hier natürlich den Waffennachteil. Nochmal ein schöner Tower dafür fallen. So, und den nutzt er auch direkt aus. Vielleicht nochmal die Chance, an die Waffe ranzukommen. Eine Möglichkeit wäre das. Dann wartet man jetzt ab und danach wird man nochmal die Waffe klauen. Ich weiß gar nicht, was der Spieler an der Tür dabei hatte. Gar nichts, oder? Ich weiß es nicht. Hat er keine Waffe gehabt? Oder hat er nur eine Mac-10 gehabt? Ja, auf jeden Fall. Erste Waffenrunde auf beiden Seiten sozusagen. Nachdem SK Gaming die Pistol gewonnen hat, holt NIP direkt die drei Nachfolgerunden. Also sozusagen der verzögerte Pistol-Round-Gewinn für die Ninjas in Pyjamas. Es geht wie auch schon gegen SK Gaming, der Spielstil eher wie gegen Astralis, der Spielstil eher kompakt und der kommt jetzt mit einem Drop. Verzögert geht sogar noch mal lang, stellt man direkt einer Window ab und vorne mit einem super Schuss. Cold Zero hält hier weiterhin den Spot sauber. Taco rennt dann sein Verderben rein. Da kommt jetzt nochmal eine Smoke, um den Raum abzublocken. Cold Zero, das Biest, hält einfach im Alleingang den Spot hier sauber und das ist fast das 4K gewesen. Jetzt ist es halt nochmal Traken. Und der hat die 2 gegen 1 Situation vor sich, müsste klatschen und das Ace holen. So schafft er das. Oh, er sieht den Spieler. Damit nur noch das 1 gegen 1. Er sieht fair und er schießt vorbei. Ganz knappes Ding. SK Gaming holt hier mega, mega knapp die Runde. Da wird Draken beinahe mit dem Ace davon gekommen. Aber da dürfen sich bei Cold Zero bedanken. Da sehen wir es auch nochmal. Stark gemacht von ihm. Es ist halt einer der besten Spieler, die den Spot halten können. Und hier hat er es gerade wieder bewiesen. So, 2 zu 3. Und NIP hat nochmal mehr als genug Geld, um natürlich hier nachzukaufen. SK Gaming rettet sich so ein bisschen durch Cold Zero jetzt in die nächste Waffenrunde, aber Forrest, der hat da gar keinen Bock drauf, dass SK Gaming überhaupt irgendwas rettet. Dann ist Fallen erstmal alleine auf sich gestellt auf dem A-Spot. Da zieht auch direkt Draken nach mit der AWP. Ne, der geht sogar Richtung Dragonlaw. Also man baut erstmal wieder mit 3 Leuten Richtung B auf, lässt Forrest so ein bisschen alleine Richtung A
sein Ding machen. Und das ist halt eine sehr interessante Umstellung. Ich erinnere mich noch an das alte NIP, was halt sehr, sehr präsent immer Richtung Mitte aufgebaut hat und erstmal abwartet am Stein und Richtung Lang, ob irgendwas kommt. Hier das neue NIP versucht Forest aktiv einzusetzen in Mitte und eher die Präferenzen auf B zu legen. Und da wartet immer wieder Cold Zero und diesmal ist er down und Forest kommt in die Mitte. Also man merkt schon die Umstellung bei den Ninjas in Pyjamas. Also man merkt schon die Umstellung und auch, dass ein Forest immer noch Bock hat. Ja. Viele sagen ja, sein Zenit wäre erreicht, aber Forest hat immer noch Bock zu spielen. Und das zeigt er auch bei diesem Turnier, bei der IM Oakland, dass er noch Bock hat. Und er hat keine schlechte Partie auf Overpass gehabt, hier auf Cobblestone geht es für ihn auch sehr gut los. Und diesmal NIP zusammen auf Contact gegen die Pistolen auf A unterwegs. So, Fallen zieht sich da raus an der Deagle, da kommen drei Leute Richtung Line, da versucht man jetzt einfach gemeinsam den Danger einzunehmen, danach die Mitte und noch das Duell Richtung Lang oder Richtung Rampe zu. So ein Draken ist da aber schon durch, sucht nochmal Richtung APC ab. Sind beide Richtung Spot verkrochen. Oh, den hat er gesehen. Get Right hat ihn gesehen, sieht den Schatten, sieht den Arm. Und jetzt muss er halt nur Cold Zero finden. Und der macht nochmal ordentlich Schaden mit seiner CZ. Ein HP noch auf dem Konto und dann ist er Hackfleisch. Mitspieler auch rausgenommen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also, was NIP halt auch hier vom Stil her gleich macht, ist halt auch dieses sehr, sehr zusammenstehende Spiel, was ja auch gegen Astralis sehr gut auf der T-Seite funktioniert hat. Scheint hier auch gegen SK Gaming für den Anfang erstmal gut zu klappen. SK Gaming wird sich natürlich versuchen, drauf einzustellen und damit auch rechnen. Dafür haben sie genug Erfahrung. Fair steht da auf Anti-Flash. Res macht den Track und den hat er, glaube ich, sogar noch gesehen. Jetzt zieht die Exist nach. Zusammen checkt man den Bereich ab. Und sie gehen wieder über die Mitte, beziehungsweise mit drei Leuten über den Kistengang. Da wird es jetzt auch gleich wieder drauf gehen. SK Gaming ist da schon ordentlich rübergezogen. Plus, dass sie einen hochgeboostet haben, der versuchen kann, in die Flanke gleich reinzufallen. Und er sollte sich beeilen, weil sein Team zerfällt hier wie so ein alter trockener Keks auf dem A-Spot. Wird die Bombe gelegt, baut sich auf. Da man von dem letzten Spiel noch nicht viel mitbekommen hat, stellt man auch einen nach hinten ab, einen im Kistengang. Und das ist halt nur noch Cold Zero und die wissen, dass der normalerweise B deckt. So, er ist jetzt auch bekannt. Wird nochmal das Duell gesucht. Headshot sitzt, 29 HP. So, und dann kommt Get Right um die Ecke, wird hier Forest unterstützen und die Runde ist gelaufen. Wichtige Runde für die Ninjas in Pyjamas, einfach um auch das Geld von SK Gaming hier klein zu halten. Und wir haben schon gesehen, sie haben Probleme gehabt gegen Envy, dieses Game eigentlich fast zu gewinnen. Also für die Ninjas in Pyjamas vielleicht genau daran, wo sie sich festhalten können, um vielleicht sogar als Tabellenführer erstmal hier in der Gruppe A ja, sich einen Namen zu machen. Neue Waffenrunde für SK Gaming. Runde Nummer 9 angebrochen. Und für NIP bisher eine sehr gute Partie. 6 Runden, da brauchen sie sich nicht zu beschweren. Starten halt direkt mit einer Gegenrunde, gewinnen 3 Runden in Folge. SK Gaming kann da zwar noch eine holen, aber ansonsten bisher von NIP wirklich, kann man fast schon sagen, mit wirklich wenig Problemen auch die Runden geholt. So, und da wird erstmal wieder ein bisschen Richtung Mitte angespielt und danach wechselt man Richtung B. Also zeigt sich da einmal ganz kurz, versucht natürlich da Fallen plus Mate auch Richtung Spot festzuklemmen. Da darf sich jetzt Draken noch so ein bisschen drum kümmern. Der sorgt jetzt erstmal für die Ablenkung und sie gehen sogar nochmal Richtung A. Also wollen das Richtung B nicht versuchen. Steht da mit einer Flash bereit. Da soll jetzt die Popflash kommen, damit er da reinziehen kann. Und er geht sogar auf den Predict.
findet er so fast die AWP. Es wird jetzt vom Fallen rausgenommen, also sollte es direkt über Danger gehen. Damit geht es über die Rampe, den Weg hat man abgeblockt. Und jetzt muss man halt an Fallen vorbei und an der Tür. Und Fallen kriegt mal übelst ins Gesicht geschossen. Bolts kann da zwar noch einen rausholen, sie haben noch mehr Richtung lang. Und er findet einen. Also die Refrax sitzen hier 2-gegen-1 Situation. Draken weiß, dass er da an der Ecke sitzt, hat ihn verpasst. 10 Sekunden, holt ihn raus. Und damit ist es nur noch der eine Spieler an der Rampe und das ist Taco. Und findet er ihn. Oh, da steht der Kopf im Weg. Oder beziehungsweise der Baum und er sieht ihn nicht, stirbt nochmal vor der Zeit. Und Taco kann damit die Runde für SK Gaming gerade so übers Ufer bringen. Schöner Frag da nochmal von Draken. Also, das passt. NIP, natürlich mit genug Geld. Die haben ordentlich angespart in den Runden davor, können damit auf jeden Fall nochmal kaufen. SK Gaming hat natürlich keinen Loser-Bonus mehr. Oh, da wird direkt das Duell gegen Fallen gesucht. Dresden und mit 24 HP. Fallen zieht sich zurück. Also er versucht jetzt auch ein bisschen variabel auf das Spiel zu reagieren von den Schweden. Indem man da Fallen ein bisschen mehr Freiheiten lässt. Beziehungsweise er gibt sich einfach selber die Freiheiten. Versucht einmal Richtung B zu pieken, sich Seite zu zeigen und dann wieder Richtung A zu ziehen, um gegebenenfalls da irgendwo auch die Chance zu bekommen, vielleicht gegen Draken auch wieder ein Duell zu finden in der Mitte und seinem Team einen Vorteil zu ermöglichen. So, Bolts, auf den ist natürlich auch so ein kleiner Fokus. Er hat ja ungemein seinem Team geholfen beim Epicenter, dass man da am Ende den Pokal in die Höhe strecken durfte. Auch hier auf Cobblestone. Wichtige Position und zwar den Verschieber. Draken ist da schon durch und Bolts wartet da. Da ist immer noch Getright. Jetzt kommt Rez über lang. Getright wartet einfach nur ab, kann den Call weitergeben. Draken kümmert sich um den Stein. Richtung lang ist man durch und Getright bleibt einfach sitzen. Der gibt nur den Call weiter. Fallen ist dadurch Hackfleisch. Bolts aber immer noch am Stein. Der muss einfach nur Zeit rausholen. Fair noch viel zu weit entfernt. Bolts tänzelt wie ein brasilianischer Samba-Tänzer um die Säule bzw. um Drain the Rock Johnson. Und da ist es dann nur noch fair. Sehr gut aufgemacht, dieses abwechselnde Peaken bzw. Kontaktsuchen bei den Ninjas in Pyjamas geht gut auf. Und damit holt man auch hier die 7. Runde. SK Gaming lässt man damit erstmal im Schatten stehen. Und man macht hier ordentlich weiter. Godzilla zurzeit mit 10 Frags. Ah, der Rest eigentlich noch okay. Also für 3 Runden, die sie jetzt geholt haben, da ist jetzt keiner wirklich der Totalausfall. Eher kann man sagen, dass NIP gerade gut die Lücken ausnutzt und auch das Aiming sitzt. Und das ist halt wieder der Reset. Und SK Gaming kommen halt nicht aus diesem Strudel raus. Das ist halt das Schlimmste, was dir auf Cobblestone passieren kann, dass du nicht aus dem Strudel rauskommst, kein Equipment hast zum Blocken, musst dich auf dein Aiming verlassen, viel mit Pistolen arbeiten. Das ist halt echt, da machst du halt nichts. Und so geht es auch direkt weiter. Vorteil für die Ninjas in Pyjamas. Das ist genau das gleiche Problem, was Astralis auch auf Cobblestone hatte. Und hier muss man halt einfach erstmal die Zähne zusammenbeißen und die Runde runterschlucken. Weil mehr gibt es ja auch nicht mehr für SK Gaming zu holen. 8:3. Also, NIP macht weiter da, wo sie aufgehört haben. Und zwar mit gutem T-Spiel. Vielleicht sogar noch ein bisschen dominanter als gegen Astralis. Ich glaube, NIP hat Bock, ihren Titel hier in Oakland zu verteidigen. Und wenn man so sich die Runden holt und eigentlich die Favoriten unter Druck setzt, dann ist das doch schon mal kein schlechtes Zeichen für NIP, hier auch zu glänzen bei dem Turnier. Ich glaube, wenn sie hier gegen die beiden Favoriten gewinnen, dann sind sie eigentlich fast schon Safe Call in den Playoffs. So, und auch hier wieder die Doppel-Eco von SK Gaming. Die brauchen halt Geld. Das heißt, da muss nochmal gespart werden.
So, Conzera auch nur an der USP. Taco noch da mit dabei. Jo, aber da werden sie keine Bäume mehr ausreißen. Keinen Stein in Bewegung setzen. Es ist nur noch Taco an der Siegel. Boah, der versucht da irgendwie den Frag zu setzen. Das gelingt ihm aber auch nicht. Damit bringt man hier 4 Leute durch. Und das Geld, das wird einfach nicht knapp bei NIP. So, jetzt gibt es eine Matchpause. Und die wird höchstwahrscheinlich von SK Gaming kommen. Damit ganz kurz ein wenig Gehirnschmalz, der fließen muss. Da scheint es windig zu sein. Das Banner fliegt fast schon weg, Jungs. Im Hintergrund. Nee, das ist eine taktische Pause von den Ninjas in Pyjamas. Okay, das ist natürlich überraschend, aber vielleicht gar nicht so schlecht. Also, ich sehe jetzt auch, oder ich sehe gerade nichts, was NIP irgendwie taktisch falsch gemacht hat. Dass eine taktische Pause nötig war. Aber ihnen ist wohl irgendwas aufgefallen, was nicht in ihren Gameplan gerade reingepasst hat. Oder man versucht einfach nochmal Fokus gegen die nächste Waffenrunde von SK Gaming zu bekommen. So, und das heißt für NIP, schauen, ob man hier so weitermachen kann. 9 Runden auf der T-Seite. Überragendes Ergebnis. Und man muss sagen, das ist immer noch gegen eins der besten Teams der Welt, die halt einen ziemlich großen Map-Pool haben und eigentlich auch Kabel beherrschen. Also das dürfen wir nicht vergessen. SK Gaming ist kein Team, was auf Kabel total am Abscheißen ist. So. Gegen Smoke, die versucht Rest auszunutzen, da lässt man sich aber easy rausholen. Rest steht da schon sehr, sehr weit vorne, macht direkt den zweiten, dritten hinterher. Rest macht einfach mal im Alleingang den Spot auf. Großer Fehler von Coldzera, der da einfach keinen Fokus hat, dass Rest schon so weit vorne steht, springt nach vorne und dafür bekommt er die Abfuhr. Dafür kassiert er einfach das Brett und wird aus der Luft rausgeholt. Forrest wurde gesehen. Fair. Kann den da easy peasy rauspicken, aber das war's auch schon. Der Basebot ist gefallen. Nachdem Rest das 3K geholt hat, die Runde vorbei. Er kann Fair halt nur noch versuchen, die AWP zu safen. Und das war's für SK Gaming in der Runde. 10-3. So, und Geld haben sie genug. Sie können halt auf die Jagd gehen. Sie dürfen die AWP auf jeden Fall noch abnehmen gehen. Ja, gelingt ihnen nicht ganz bisher. Also Fair verteidigt die mit seinem letzten Leben. Ah, und da verpassen sie sich. So, hört in Richtung lang steppen. Fair einfach mal auf der Suche, das Ding zu verteidigen. Und das schafft er auch. 8 HP. Das ist jetzt kein Beinbruch für NIP, weil die haben mehr als genug Geld. Lieber da das Risiko eingehen. Die versuchen rauszunehmen. Und da sehen wir nochmal Res. Was ein Sprung von Coldzera. Einfach ein sehr gutes Positioning von Res. Und das hat man hier gar nicht auf dem Schirm. Taco versucht da irgendwie nochmal die Kurve zu bekommen. Und da ist eine taktische Pause von SK Gaming gefragt. Und er macht sogar noch ein Ace am Ende. Ja, was bringt ihm das Ace, wenn die Runde nicht auf dem Konto ist? So, es geht weiter. Alles klar. Ich regel mal wieder die Musik runter. Ich mache heute Pausenmusik. Ja, und wie gesagt, also NIP hat mehr als genug Geld, die können bis zum Ende durchkaufen. Ob sie da alle Spieler verlieren, ist eigentlich recht Wayne am Ende. Kaufen können sie sowieso. Und es geht wieder auf Kontext. Fair steht da bereit, findet den ersten. Versucht nochmal wegzukommen, Forrest aber frech genug, geht er einfach durch.
Cleverer Move von ihm. 3 gegen 4 Situation, trotzdem der Vorteil für SK Gaming. Und sie schaffen es diesmal, den Spot zu verteidigen. NIP versucht an der Rampe auf Contact vorzugehen. Klappt hier aber nicht. Draken versucht da nochmal irgendwie den Poon rauszuholen. Und scheitert. Letzte Runde der ersten Hälfte. Und damit heißt es für NIP, nochmal eine Runde aufs Konto buchen, damit mit 11 zu 4 in Führung gehen. Oder schafft SK Gaming hier nochmal ein bisschen Boden gut zu machen. Und bisher sieht es gut aus. Sie haben jetzt auch ein bisschen mehr Confidence, dass sie versuchen, in der Mitte erstmal Druck aufzubauen. Richtung lang kann man jetzt auch endlich mal Granaten reinschmeißen, weil man das Equipment hat. Also es dauert, also der Motor ist sehr, sehr spät für SK Gaming hier angegangen. Vielleicht zu spät. So, und Res, der will es wissen und er geht auch direkt wieder raus. Und dann findet er wieder einen Sprung. Zweiter fast in der Exis, kommt hier zum Backup. Molotov kommt zwar raus, der fliegt hinten in das Spot. Und Res, der ist einfach absolut on fire. Der wird jetzt vom Getright hier gecovert. 3 gegen 2 Situation. Gute Eröffnung von SK Gaming auf A. Aber was bringt ihn das, wenn Res auf B hier drüber marschiert, zusammen mit Getright? Damit nur noch fair und er wird durch die Tür geholt und das war's, 11 zu 4, was eine Hälfte von den Ninjas in Pyjamas und da können sie ruhig mal grinsen. Das ist eine verdiente Hälfte für sie und ich würde sagen, damit gibt's bestimmt gleich wieder eine kurze Pause und wir sehen uns dann nach ein paar Minuten beziehungsweise nach ein bisschen Werbung wieder. Also bleibt dran, bis zum nächsten Halbzeit. Und das geht dann gleich weiter mit NIP gegen SK Gaming. Also, bleibt dran. Damit herzlich willkommen zurück zu NIP gegen SK Gaming. Da sehen wir nochmal ein paar Stats aus der ersten Hälfte. Res einfach mit einer Monsterpartie. 134,9 ADR, gefolgt von Forrest, der auch richtig Bock hat. Und SK Gaming hat es bei 75% der Turniere 2017 geschafft, ja, in die
Viertelfinalpartien reinzukommen. Und natürlich sind die Erwartungen groß für ein SK Gaming, hier natürlich auch in die Playoffs zu ziehen. Was anderes dürfen wir eigentlich nicht erwarten. Eins der weltbesten Teams, vielleicht sogar noch immer das weltbeste Team, darf hier eigentlich nicht an den Playoffs scheitern. Und aber gegen so einen Rez hast du halt einfach keinen Bock. Aber sie kommen über den Connector zumindest durch. Rez setzt nochmal einen hinterher. Traken jetzt im 2 gegen 1. Also Rez verhindert dann nochmal ein paar schlimmere Sachen. Und die Bombe ist getroppt Richtung Lang. So, da müssen sie erstmal wieder drankommen. Und beeindruckende Statistik auf LAN. 2017 hat SK Gaming 7-mal Cobblestone abgegeben. Ansonsten eigentlich immer das Ding hier gewonnen. 32-mal. Das ist schon eine beeindruckende Statistik. Und NLP könnte ihnen hier einen Strich durch die Rechnung machen. Und damit Niederlage Nummer 8 heraufbeschwören. 2017 auf LAN. Hier in der französischen Burg. So, aber erstmal gibt man die Runde ab. Die wurde aber nochmal sehr, sehr knapp. Dank Rez, der da wieder sehr viel Schaden macht. Also Rez ist wirklich on fire heute. So, Draken. Richtung Lang. Dann noch Rez dabei. So, und Brasilianer versuchen ihr Glück Richtung. Ah, so, da wartet Xist. Mal gucken, was der Mann da machen kann. CZ ist mit dem Gepäck, der Rez ist mit Deagle ausgestattet. Ohne Kevlar will NIP jetzt hier in die Schlacht gehen. Und da findet man sogar den ersten Rez direkt wieder on point, findet aber nur einen. Das Team wird aber hier komplett auseinandergenommen. Forrest sitzt jetzt hier Richtung Spot in der Ecke fest. Mehr ist da nicht mehr drinne. Aber zumindest nimmt man hier zwei Leute raus. Und Traken, der letzte Verbleibende. Also macht nochmal gut Schaden. Und da gibt es sogar noch eine Deagle-Schelle hinterher. Im Schuss noch im Magazin. Der mit den HP wartet am Holz. Und das ist Bowles. So, der wirft natürlich immer so einen kleinen Blick rüber. Das heißt, kleine Peaks, aber da ist die Lücke für Traken. Und die nutzt er jetzt. Ist am APC nach vorne gekommen. Flash kommt rein, die kann gedodged werden. Bones hat schon die Position gewechselt. Also steht mit seinem Mate im Cross. Und das wird hier nicht mehr reichen. Ganz, ganz knappes Ding dann nochmal. Bones wäre da beinahe gefallen. Also das Zeitfenster wäre für Traken fast perfekt gewesen. So, SK Gaming gewinnt hier auch die zweite Pistol Round. Okay, wir können halt die erste nicht wirklich zählen, weil das war halt nur die gewonnene Pistol Round, keine Nachfolgerunde. Und das ist dann natürlich, ja, eher mit fadem Beigeschmack, weil NIP halt direkt Nachfolgerunden gewinnt. Und hier macht man auch sehr viel Schaden. Forrest, letzte Instanz, die noch zu besiegen gilt und... Aber man ist schon Richtung B durch und man weiß auch, wo Forrest steht. Damit wird die Bombe jetzt gepickt, wenn man sie findet. Vorher erledigt aber Taco das Ding und es ist vorbei. So, da sehen wir nochmal ein krasses Replay. Nicht. Elf zu 7. SK Gaming geht gegen den ersten bei von den Ninjas in Pyjamas in den Kampf. So, und da sagt Getright direkt mal,
Drop ist mein, nimmt zwei Leute mit. Rez kommt zum Backup nach, der will unbedingt den Refrag haben und das gelingt ihm. Und Forrest killt seinen eigenen Mate, aber der Schaden muss halt einfach gesetzt werden. Sie haben trotzdem noch den Vorteil und Forrest einfach frech nach vorne. Die Flash kommt nicht ganz ideal an, da flasht man seinen eigenen Mate, aber Forrest nutzt die Situation aus. Fallen bekommt man da nicht. Trotzdem, Schaden ist gesetzt. Fallen im 2 gegen 1, sieht den ersten, macht ihn, sucht den zweiten, wechselt auf die Flash und er macht ihn! Was ein Ding von Fallen am Ende! Boah! Da drückt er aber nochmal ordentlich durch. Fallen ganz knapp hier die Runde nochmal geholt. Schönes Timing von Forrest. Bekommt er die eigene Flash vom Mate ins Gesicht? Das hat Zeit gekostet. Und am Ende vielleicht die Entscheidung gewesen, dass Forrest hier nicht beide Frags macht. Und dann ist es Fallen, der nochmal so ein heftiges Ding rausholt. Boah. Und jetzt gibt's erstmal wieder eine taktische Pause von NIP. So, erste Waffenrunde weg. Noch keine Sorge für die Ninjas in Pyjamas. Die haben ja ordentlich vorgelegt. Und da zeigt Fallen den Finger. Forrest den Finger. Und sagt, auf geht's, Jungs. Wir müssen weitermachen. Wieder die Offensive Richtung Mitte. Also man geht wieder kompakt vor und das scheint gut zu funktionieren. Und es ist halt nicht gekauft worden. Nur ein paar Deagles, USP und die Regeln hier. Und die Bombe, die liegt mega weit weg. Was ist das denn jetzt? NIP geht einfach wieder kompakt Richtung Mitte und holt hier die Runde. So, Get Right fightet da noch ein bisschen. Der geht mit der MAC-10 sehr in den Close-Kampf. Natürlich auch rechts-links. Einfach nur sprayen und hoffen, dass der Spieler da irgendwie umfällt. Und er macht es und SK Gaming verliert hier direkt die Nachfolgerunde. Fallen kann aus dem Klatsch, den er da eben noch geholt hat, kein Profit für sein Team rausholen. Und Buch, nett, kommt an die Waffe ran und dann ist es hier geschehen. Also da lässt sich SK Gaming mal komplett überrumpeln. ...12:8. Und das heißt, für SK Gaming der nächste Force-Buy. Also NIP findet aber auch hier direkt wieder eine Lösung. Wieder dieses sehr aggressive Spiel Richtung Mitte. Was erfolgreich ist. Wir versuchen auch direkt die Langkontrolle zu behalten. Wir sehen sie jetzt hier Richtung Connector einnehmen. Flash kommt rein. Smoke liegt. Und dann soll es den A-Split geben, so wie es aussieht. Da könnte aber der Endgegner warten. Und das ist Forrest. Exist wird da gleich ordentlich was zu tun haben Richtung Lang. Bleibt erstmal liegen. Exist hat nochmal die Smoke, die ihm noch ein bisschen Zeit rausholt. Muss da gegen die CZ kämpfen. Und gegen die AWP bei Fallen. So, Forrest zieht rüber. Die Bombe bewegt sich auch Richtung A. Damit haben sie wieder das Doppelsetup. Es ist zwischenzeitlich auch Richtung Spot zurückgezogen. Damit steht das Kreuzfeuer. Forrest geht einfach nur auf die Informationen, sieht den ersten Spieler, kann ihn damit am Holz callen. Fallen wartet natürlich, dass er irgendwas Richtung APC sich zeigt. Bowles geht auf lange Distanz in das Duell. Und Forrest bleibt einfach die Ruhe selbst, wird aber hier von der Deagle rausgenommen. Damit steht Draken noch am Fenster, will nochmal den Spray kontrollieren. Get Right raus und damit die Runde vorbei. Rez kann direkt safen gehen. Also SK Gaming schafft hier den Durchbruch auf den A-Spot und wird belohnt mit der Runde 12:9. Rez mit 0 Moneys auf dem Konto wird nur noch versuchen, die Waffe durchzubringen. So, den hat er gehört. Das Rest auch bekannt. Die Waffe ist durch. SK Gaming wird dann nicht mal eingreifen. Einfach nur ihr Geld sparen.
Nächstes Ründchen für SK Gaming auf dem Konto. Es sieht schon wieder nach einer taktischen Pause aus. Ja, da dürfen wir gespannt sein, ob SK Gaming hier am Ende echt nochmal den Umschwung schafft. Aber ich glaube, NIP hat schon einen Plan, wie sie das vereiteln wollen. Shred hat da ja guten Impact gerade gegeben. Oder beziehungsweise guten Call vielleicht. Und das ist die nächste Waffenrunde. Das soll die Doppel-AWP sein, die die heilige 13. Runde bringen soll. Und natürlich SK Gaming bei kleinem Geld hält. So, Fall in Richtung Lang, hat da noch Taco dabei. Man blockt das Ganze erstmal ab. Aber die AWP stellt man jetzt nicht aktiv Richtung Titanic ab, sondern da lässt man erstmal nur Rest mit der Rifle stehen. Getright kümmert sich mit der Rifle um den Drop, auch eher etwas defensiver. Also da weiß man auch schon, dass SK Gaming halt sehr, sehr gerne den Drop anspielt. Deshalb da nur aus der zweiten Reihe das Ganze am Halten. Schöner Frag von Res. Und Fair ist schon unten. Und was auch zum Erfolg beitragen soll, ist die Doppeldeckung Richtung Lang. Einmal Forest an der AWP, wie schon erwähnt. Und Exist wird hier sein Wingman sein. So, Fallen auf Informationssuche. Sie bauen halt erstmal wieder ein bisschen Richtung Mitte auf. Und daraus könnte sich sogar der A-Split ergeben. Molotov in die Ecke. Man ist sich nicht wirklich sicher, wo NIP aufgebaut hat. Dann ist Forrest der Bolster auf dem falschen Fuß. Der ist schon über Lang durch. So, der hat jetzt Fallen hier in die Mangel genommen. Und Fallen zieht einfach rein. Schöner Frag von ihm. Fair macht den nächsten. Der frisst sehr viel Schaden. 3 gegen 2 Situation. Bombe liegt Richtung Lang. Die ist gefallen. Und Fair nur noch mit 12 HP. Und da ist es Draken. Der ist beendet. 13 zu 9. Also SK Gaming findet hier keine Lösung auf die taktische Pause, die bei NIP gecallt wurde. Und ich habe es gesagt, es ist ein kleiner Kniff bei NIP, der nach der taktischen Pause hier zum Erfolg führt. Damit auch das 13 zu 9. Man kommt immer näher an den Sieg ran. Und was wäre das für eine Überraschung, wenn NIP auf Couplestone gegen SK Gaming gewinnen würde. Höchst interessant ist natürlich, wie sich SK Gaming halt gegen Envy verhalten hat. Wir können nur die letzten Runden bewerten, da sah das ganz gut aus, aber Envy scheint wohl keine schlechte Partie gespielt zu haben und SK Gaming vielleicht auch noch nicht so wirklich richtig aufgewacht. Und NIP kann das vielleicht auch wieder ausnutzen. Also, vielleicht war das einfach auch gegen Astralis kein Zufallsprodukt, auch wenn Device nicht dabei war. NIP spielt echt eine gute Partie, sei es auf T-Seite, sei es auf CT-Seite. So, und Getright ist schon rübergezogen. Da gab es irgendwo einen Headshot durch die Wand oder so. Getright nur mit 5 HP, Forest auf Close Distance direkt hinterher. Rez gibt ihm das Backup. Gute Ablenkung, damit kann Rez mit eingreifen. Und er sorgt für genug Ablenkung, dass Rez nochmal Richtung Spot kommt. Findet den ersten, macht hier fast noch einen zweiten. Und dann ist es Bolts, der nochmal mit der Galil aufräumt. Also da werden direkt die Refracts geholt. Und SK Gaming wieder Richtung A-Spot durchgekommen. B klappt überhaupt nicht. A-Spot ist so die Variante, die bisher am besten funktioniert. 13 zu 10. Also NIP ist noch nicht über den Berg, auch dadurch, dass sie kaum Geldpolster aufbauen können. Genau das gleiche Problem, was man auch gegen Astralis auf der CT-Seite hatte. Aber trotzdem es schafft, immer wieder Runde für Runde sich so ein bisschen wieder aus der Schlinge zu ziehen. Nur in dem Fall ist es erstmal nicht gelungen und SK Gaming hält ihr eigenes Geldpolster dadurch natürlich erstmal auf solidem Grund. Klar kann man nichts zurücklegen, aber sie können Waffen kaufen. Das ist natürlich der Vorteil. Es geht wieder Richtung A. Also das, was bisher eigentlich am besten funktioniert hat, will man auch direkt hier weiterführen. Und deshalb heißt es,
Wir gehen einfach auf A drauf. Das hat ja bisher ganz gut geklappt. Und da die letzten Pistol Rounds eigentlich NIP immer Richtung Mitte offensiv angespielt hat und sich SK Gaming denkt, okay, diesmal zeigt sich nicht Richtung Mitte was, dann werden wir jetzt einfach auch mal Richtung A weiter vorwärts gehen. Könnte ja auch der B-Stack sein und damit sind sie auf dem richtigen Weg. Und die Bombe ist gelegt und die Runde eigentlich auch vorbei. Ich versuche jetzt noch ein bisschen Schaden zu machen. Aber das gelingt ihnen hier nicht. Flawless Round für die Brasilianer. Und sehen wir nochmal eine taktische Pause von den Ninjas in Pyjamas. Nee. Okay, da muss ich mit meiner Musik ein bisschen Zaun halten. So. Doppel-Eco bei NIP. Also die Schweden vertrauen da nochmal auf Geld sparen. Jetzt einfach nur versuchen, irgendwie noch ein bisschen Schaden zu machen. Einen findet man, das Cold Zero, aber ansonsten war es das hier. Letzter Spieler bekannt, Bombe zieht Richtung B. Gucken, ob Draken da noch fällt, bevor die Bombe gelegt wird. Oh. Also sie können nochmal $300 mitnehmen. Für den der das Ei am Ende gelegt hat. Ohne passiert nicht viel. Für NIP wieder der Versuch, ein bisschen offensiver Richtung Mitte zu spielen. ...13:5, der Vorsprung für die Schweden. Er schmilzt so langsam hinfort. Wie eine Eisschorle, die über das Meer treibt und immer mehr zum Äquator rudert. Dann wird die Eisscholle auch langsam kleiner. Also die Eisscholle, die aus Schweden kommt, da ist es ja auch manchmal kalt und da gibt es bestimmt auch Eisschollen. Ja, die schwimmt nach Brasilien und wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Der Vorsprung schmilzt und es ist die nächste Waffenrunde für Ninjas in Pyjamas und Gaming entscheidet sich wieder etwas offensiver Drop anzuspielen. Das versucht man gar nicht mehr aktiv bei NIP zu decken, sondern eher etwas passiver. Edward ist da immer noch der Mann, der sich darum kümmern muss. Res hält wieder super alleine erstmal die Titanic sauber. Aber irgendwann ist es auch vorbei, wenn da zu viel Waffengewalt kommt. Jetzt sieht man es Richtung Spot zurück. Gatrat hat ja halt überhaupt keine Chance mehr. Der muss halt hinter die Säule gehen. Forrest wird komplett in die Mangel genommen. Und SK Gaming, sind die jetzt in ihrem Spiel angekommen auf der T-Seite? Können sie hier NIP jetzt in die Mangel nehmen und komplett gegen die Wand fahren lassen? Es hat so gut angefangen. Aber SK Gaming findet vielleicht nochmal ihr Momentum und vielleicht ihren Flow. Auch wenn es sehr, sehr spät ist in der Partie. Draken nur mit dem Versuch, die AWP noch hier durchzubringen. Drei Spieler leben noch, Geld hat man jetzt genug und das ist natürlich ein sehr guter Umschwung. Geldpolster, das A und O auf Cobblestone, auf der T-Seite, um die CT-Seite komplett ins Verderben zu stürzen. So, jetzt weiß NIP, wie sich das anfühlt, wenn man kein Geld hat. Jetzt haben sie eigentlich genau das gleiche Problem, was SK Gaming auch in der ersten Hälfte hatte, oder was Astralis für ein Problem hatte gegen NIP. Und zwar das Geld. Und Geld regiert normal in Counter-Strike. So ist das. Der Peace-Loser-Bonus füllt sich aber auf. Und man kann nächste Runde nochmal kaufen.
Es wird nur in die Deagle investiert. SK Gaming ändert jetzt auch ihren Spielstil nicht so offensiv, eher etwas vorsichtiger. Und dann wird man irgendwo explosiv versuchen, den Drop einzunehmen und dann Richtung B. Also da hat man jetzt gut an den Stellschrauben gedreht und kann die Lücken hier gut ausnutzen. So, und da gewinnt man auch die nächste Runde. Also da hat man jetzt keine Probleme mehr bei von SK Gaming. Aber das ist immer so laut, ey. Ach ja. SK Gaming klaut die Flamme. Die Momentum-Flamme von den Ninjas in Pyjamas. Neue Chance für sie. Wieder mit Doppel-AWP. Und es geht Richtung A und Richtung B. Also man teilt sich wieder ein wenig auf. Bowls stellt man alleine Richtung Kistengang ab. So, die Flash kommt nicht an. Und Forrest wartet da auf seine Möglichkeit. Auf der ganz, ganz kleinen Gap. Irgendwo einen Vorteil für sein Team rauszuholen. Nochmal ein Molotow hinterher. Also da will man sich die Option so ein bisschen abwägen, dass er bloß nichts Richtung Lang in den Rücken fällt. Somit voller Fokus auf die Mitte, Smoke Richtung Danger, Flash kommt rein. Damit wird jetzt mit drei Leuten die Mitte eingenommen. Schaut aber nochmal ganz kurz mit einem nach hinten, dass da bloß nicht irgendwie geflankt wird. Sehr schöne Raumkontrolle von SK Gaming. Und damit zwingt man sogar NIP ziemlich weit, sich zurückzuziehen. Rest steht immer noch oben auf der Titanic. Ja, und die Information brauchen sie auch. Weil wenn SK Gaming so offensiv Richtung A spielt, dann muss Rez einfach die Möglichkeit nutzen und versuchen, Richtung Lang auf die Information zu gehen. Und der nutzt die Smoke aus. So, wie weit klappt das jetzt? Rez wartet vor der Smoke. Findet den ersten, setzt zum Spray an, ist aber nur einer. Damit die Kontrolle über B wird langsam aus den Händen gleiten. 3 gegen 3 Situation. Draken wird hinten im Chicken Coop rausgenommen und der B-Execute mit viel, viel Schmackes geht wieder an SK Gaming. Also NIP hat gerade arge Probleme, hier überhaupt eine Lösung zu finden. Da kann Rez noch so gut auf der Titanic stehen. Wenn halt so viel Gegenwehr kommt mit 3 oder 4 Leuten Richtung Titanic, dann hast du es halt sehr, sehr schwer. Und es gibt nochmal eine taktische Pause bei den Ninjas in Pyjamas. So, man ist natürlich kurz davor, dieses Matchup abzugeben. Letzte taktische Pause. Und SK Gaming holt sich die 15. Runde. Damit ist es der Matchpoint. Findet NIP nochmal die Lösung, in die Overtime zu gehen. Letzte Möglichkeit für sie, nochmal hier zuzuschlagen. Gegebenenfalls das Matchup nochmal in den Sieg umzumünzen. Es liegt alles an dieser einen Runde. Und natürlich an der Nachfolgerrunde. Sie müssen jetzt nochmal allen Fokus bewahren und es geht weiter. UMP und die Rifles sollen hier die Lösung bringen. Also, ein bisschen Equipment hat man mitgenommen, deshalb die UMP ist auch dabei. Und SK Gaming hat das Zepter in der Hand. Das Momentum ist gut, das Geld stimmt, das Equipment auch und NIP, die müssen hoffen und beten, dass ihnen irgendwo ein Streich gelingt, der dann am Ende auch erfolgreich ist. Ah, SK Gaming wieder auf der Suche nach Kontrolle Richtung Dropraum. So, und GetRight versucht das jetzt auch etwas aktiver zu decken. Also man sieht bei NIP vielleicht jetzt die Möglichkeit mit einem am Window, da sind wir im Forest. Und mit GetRight Richtung Elektro da eine Möglichkeit zu finden. Aber Forrest gibt das jetzt auf. Also man fällt nicht wirklich auf den Fake rein. Hat das ziemlich gut erkannt. Deckt man jetzt mit dem Kreuzfeuer unten in der Mitte. Also irgendwie hat man es im Gespür,
dass SK Gaming hier was Richtung Mitte versuchen will und damit sind sie goldrichtig. So, Forrest wird rausgenommen, Exist wird gecheckt, der macht nur einen 3 gegen 3 Situation, weil Getright schon rübergezogen ist. Und jetzt heißt es für Cold Zero und Fallen, für Cold Zero und Fallen das Tempo anzuziehen. Eine AWP dabei, eine AK. Res wartet auf den. Auf das Durchkommen. Hat es aber jetzt auch verpasst, weil er nochmal nach hinten geschaut hat. Jetzt wartet Cold Zero auf der Tür. Und sie haben ja keinen Stress. Traken kommt über die Mitte, beziehungsweise über den Danger. Das könnte nochmal die Möglichkeit sein. Traken, der wird laut. Und wen sieht er? Sie Fallen. Setzt den Frag nicht. Nate kommt Richtung Spot rein. 4 Sekunden. Die sitzt nicht ganz. Also ganz knappe Geschichte. SK Gaming hätte hier beinahe nochmal den Plant abgeknüpft bekommen. Traken sucht immer noch den zweiten Spieler, weil den hat er nicht durchlaufen sehen. Sondern nur Fallen an der AWP. Die warten beide Richtung Side. Fallen auf der Suche nach der Information von Zira. Sieht ihn und das ist es. GG, well played. SK Gaming holt sich hier nach einer starken Vorführung von den Ninjas in Pyjamas. Zumindest auf ihrer T-Seite erstmal ein großes Momentum wieder zurück auf ihr Konto und damit machen sie nochmal den Umschwung in dieser Partie und schaffen es, NIP, ja, den Sieg abzuknüpfen. Sehr, sehr starke T-Seite, auch von den Brasilianern. Und am Ende